118 Rennen, 19 Pole Positions, 17 Siege, zweifacher DTM-Champion. Matthias Ekström ist ein DTM-Urgestein. Fanliebling, konstanter Leistungsträger und ewiger Titelaspirant. Auch in diesem Jahr. Nach 5 Rennen ist allerdings etwas Ernüchterung eingekehrt. Die Halbzeit gibt Anlass für eine Zwischenbilanz. Leider haben wir schnell gemerkt, im Rennen in Hockenheim, wir lagen ein bisschen falsch und wir haben die Reifen nicht 100% im Griff gehabt. Und das war schon ein bisschen ärgerlich, aber ein dritter Platz war immer noch drin. Und dann die kommenden Rennen dann in Lausitzring, Brands Hatch und Red Bull Ring haben wir schon sehr doll gekämpft, aber leider keinen Volltreffer hingekriegt. Aber wir haben schon große Schritte gemacht mit der Entwicklung von den Autos. Und dann im Norrisring habe ich schon das Gefühl gehabt, dass jetzt endlich mal haben wir eine Chance, einen Sieg zu kämpfen. Leider ein Unfall in der ersten Kurve und aus. Das war ich meine die Punkthalbzeit. Die Bilanz. 47 Punkte, 5. Platz in der Meisterschaft. Der Kontakt nach oben ist da, doch die DTM ist hart. 3 Hersteller auf Augenhöhe. Das sind perfekte Bedingungen für den Kämpfer Matthias Ekström. Als Rennfahrer und Sportler mag ich harte Konkurrenten und harte Gegner, weil das presst das Letzte raus von mir selber und auch von meinem Team. Und sie sind sehr, sehr viele gute Fahrer, sehr starke Teams, 3 Premium-Hersteller. Und ich träume schon von Gewinnen immer. Aber wenn man gewinnt mit einem ganz harten Gegner, dann ist das extra schön. Der Stadiontriumph in München gibt dem 34-jährigen Audi-Piloten Rückenwind. Die lange Sommerpause gibt zusätzlich Gelegenheit zum Abschalten und Krafttanken. Und wo könnte man das besser als in der geliebten Heimat Schweden? Den iPhone habe ich dabei gehabt und ich hoffe, ein paar von den Filmen gefällt euch gut. Und jetzt bitte drückt die Daumen, dass meine zweite Saisonhälfte auch gut wird. Max, der wird vielleicht Tennisspieler. Als Kind habe ich eine Quad gehabt auf dem Hof in Schweden und ein bisschen rumgefahren, so Spaß. Jetzt auf alte Tage habe ich gedacht, ich wollte es noch mal probieren, ob es immer noch Spaß macht. Nach der Sommerpause fällt am Nürburgring der Startschuss für die zweite Saisonhälfte. Und dort will der Schwede zurück in die Erfolgsspur. Wie im vergangenen Jahr, als er mit seinem Sieg in der Eifel eine fulminante Aufholjagd begann. Am Ende kletterte er sogar noch auf Platz 2 in der Meisterschaft. Ganz realistisch, der Gary Paffett hat schon einen ganz großen Vorteil aufgebaut in der ersten Hälfte. Aber ich weiß, das kann sich genauso schnell drehen und zweimal hat er ein Problem und bei uns läuft das super. Mein Wunsch ist nur, dass wir 5 Rennen saubere Leistung bringen kann. 1 oder 2 oder mehrere Siege wäre halt schön und davon träume ich. Mit ihm muss man immer rechnen, denn er ist Motorsportler aus Leidenschaft und heiß auf Siege. Saisonhälfte Nummer 2 kann beginnen. Matthias Ekström jedenfalls ist bereit.